Ja, vielleicht zunächst einmal der Gästetrainer mit einem Statement, Anna Gunnarsson. Wie haben Sie das Spiel gesehen und ja, wie zufrieden sind Sie? Ja, guten Abend und Glückwunsch an Punkte. Ja, natürlich, wenn du hast keine Punkte, niemals so viel. Und glaube, wir beginnen das Spiel schlecht. Haben macht viele Einfaktoren und haben vielleicht was zweimal zwei Minuten. Und ja. Aber ich bin zufrieden, wir kämpfen im ersten Halbzeit und Sané was vier oder fünf Tor. Und dann beginnen wir zweite Halbzeit sehr schlecht. Und ich glaube, es war 5-1 die ersten vier Minuten oder ja, circa. Wir haben und dann kommen wir was 24-19 und hatte Chance für die 20. Tor. Aber wir haben nicht so viel Alternativ mit den Feldspielern und können nicht wechseln so oft und so weiter. Es ist nicht einfach. So vielleicht die letzten 10 Minuten hatten wir weniger Luft als haben. Ja. Okay, vielen Dank für das Statement. Kai, was sagst du denn zum Erfolg? Ja. Klar, Erfolg der Mannschaft. Vielen Dank erstmal. Ja, wir sind zufrieden, dass wir das Spiel heute gewonnen haben, auch in der Höhe. Wir wollten heute sehr viel Tempo gehen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, dass wir einfache Tore machen. Ich finde, dass wir auch recht ordentlich gespielt haben. Wir haben uns viele freie Bälle auch erspielt. Das war sehr gut. Also der Spielfluss war vorher vorne besser als im letzten Spiel. Das war auch eine Aufgabe, die wir heute hatten. Und ja, wenn es ein bisschen was zu Bekel geht, haben wir natürlich den einen oder anderen Ball liegen lassen. Und dann fängst du halt eben an, ein bisschen zu verkrampfen. Dann waren wir vielleicht eine Phase, wo wir ein bisschen undiszipliniert waren, relativ schnell und früh unvorbereitet die Angriffe abgeschlossen. Dann kriegst du aber immer noch zwei, drei, vier Gegenstöße und dann geht's mal ein bisschen enger. Aber gut, wir haben uns da relativ schnell dann wieder konzentrieren können, fokussieren können, haben, ich finde, zweite Halbzeit ein bisschen aggressiver gedeckt und konnten uns dann noch wieder absetzen. Ich meine, wir gewinnen hier mit 12. Es ist auch nicht immer einfach, so die Spannung über 60 Minuten zu halten, muss man auch sagen. Dennoch, gerade erste Halbzeit hat auch Krefeld ein paar ganz gute Sachen gehabt. Auch die Schlagwürfe waren schwer zu verteidigen, wenn du dann die nötige Aggressivität nicht hast und wenn du nicht auf der Hand stehst. Das ist auch für den Torhüter relativ schwer, den Ball zu sehen. Von daher war das auch eine Aufgabe heute, ist klar, aber wir haben das heute, denke ich, souverän gespielt und ich denke auch, die Höhe geht auch, ist auch verdient heute und ja, jetzt haben wir ein bisschen Pause und jetzt das nächste Auswärtsspiel in Lübeck und da wollen wir angreifen. Dann danke ich mich, wünsche eine gute Einsatz.